Zusatzpunkt 7. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache. Nun wird über diesen zweiten Antrag abgestimmt, der, wie gesagt, fast wortgleich ist. Wir nutzen die Zeit aber und schauen schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Die AfD-Fraktion hat einen Antrag eingereicht mit dem Namen Bonussystem für Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen. Sie fordert darin, dass Unternehmen, die mehr Arbeitsplätze für Schwerbehinderte schaffen oder mehr Ausbildungsplätze schaffen, als nach dem Gesetz verpflichtet, belohnt werden nach einem Bonussystem. Schon jetzt gibt es eine sogenannte Pflichtquote. Das heißt, dass Arbeitgeber, die mindestens 20 Mitarbeiter haben, 5% der Arbeitsplätze an schwerbehinderte Menschen geben müssen oder eine Ausgleichsabgabe zahlen. Und die AfD möchte jetzt halt, dass die Unternehmen, die darüber hinausgehen, hier besonders gewürdigt werden. 2016 wurde außerdem auch noch mal ein Gesetz für Schwerbehinderte verabschiedet, das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Damals hat die Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD, Arbeitgeber verpflichtet, auch zu prüfen, wenn neue Stellen frei sind, ob auch schwerbehinderte Menschen diese Arbeitsstellen übernehmen könnten. Jetzt also der erste Redner in dieser Debatte, Uwe Witt von der AfD-Fraktion. Den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, wurde den Arbeitgebern mit den Regelungen des zweiten Kapitels des SGB IX die Pflicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Arbeitnehmer auferlegt. Dennoch haben schwerbehinderte Erwerbsfähige nach wie vor eine deutlich niedrigere Erwerbsbeteiligung als nicht schwerbehinderte Erwerbsfähige. Die Arbeitslosenquote Schwerbehinderter liegt bei 11,7%. Sie liegt damit deutlich über der Arbeitslosenquote nicht schwerbehinderter Arbeitsloser. Daher ist klar erkennbar, dass die Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung Arbeitsloser bei schwerbehinderten Arbeitslosen nicht ausreichend greifen. Damit kann man nicht zufrieden sein, und es ist auch nicht zu verstehen, warum die Hemmschwelle, schwerbehinderte Arbeitnehmer einzustellen, offenbar bei manchen Arbeitgebern immer noch so hoch liegt. Schwerbehinderte arbeitslose Menschen sind häufig besonders gut qualifiziert. Anteilig finden sich unter den schwerbehinderten Arbeitslosen sogar mehr Fachkräfte als bei nicht schwerbehinderten Arbeitnehmern. Trotzdem gelingt es ihnen seltener als Nicht-Schwerbehinderten, eine Beschäftigung aufzunehmen. Und sie müssen auch deutlich mehr Wartezeit in Kauf nehmen, damit es überhaupt gelingt. Im Durchschnitt sucht ein schwerbehinderter Arbeitslose 366 Tage nach einem Job. Das sind 104 Tage mehr als bei Menschen ohne Handicap. Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist mit 44,4% bei Schwerbehinderten deutlich höher als bei Menschen ohne Behinderung. Dort liegt er bei 35,6%. Deutschland hat sich bereits 2009 verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, die Behinderten das Recht auf eine frei gewählte Arbeit garantiert. Doch obwohl die Ziele der Konvention nicht annähernd erreicht wurden, fehlt es bisher an funktionierenden Maßnahmen, um die Quote arbeitsloser Schwerbehinderter endlich signifikant und nachhaltig zu senken. Die AfD hat sich dazu Gedanken gemacht, denn die derzeitige Regelung im zweiten Kapitel SGB IX sind offenbar nicht ausreichend. Die Einstellungspflicht für schwerbehinderte Arbeitnehmer entsteht bereits ab einer Zahl von 20 Beschäftigten. Dennoch wählen viele Firmen statt der Einstellung eines neuen Mitarbeiters mit Behinderung häufig die Möglichkeit, eine jährliche Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt zu zahlen. Darunter sind besonders Firmen, die in der Vergangenheit gar keine Erfahrung mit der Beschäftigung Schwerbehinderter hatten. Hier ist natürlich Aufklärungsarbeit notwendig, und viele Arbeitgeber wissen vielleicht auch nicht, welche zahlreichen Förderungen bei der Beschäftigung von Schwerbehinderten möglich sind. Wir meinen, dass die durch die Regelung des SGB IX geschaffenen Einstellungsverpflichtungen mit Sanktionsdrohung, also einer Bestrafung, unzureichend ist, um Arbeitgeber von den Vorteilen der Einstellung behinderter Menschen zu überzeugen. Und wir glauben auch, dass die derzeitige Regelung die Schaffung behindertergerechter Arbeitsplätze einseitig fördern, nämlich vornehmlich in Unternehmen einer bestimmten Größe und in bestimmten Regionen, in denen diese Unternehmen und öffentlichen Arbeitgeber besonders häufig zu finden sind.
Wir wollen die freiwillige Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze für Schwerbehinderte fördern, auch in kleineren Betrieben, indem wir auf ein zusätzliches Bonussystem setzen. Darum fordern wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kapitels 2 des 9. Gesetzbuches vorzulegen, der die Unternehmungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte dann belohnt, wenn sie mehr Schwerbehinderte einstellen, als sie per Gesetz verpflichtet sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ausbildungsplätze. Das soll ausdrücklich auch für privatrechtliche Betriebe und für Arbeitgeber gelten, die gar nicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Behinderte verpflichtet werden. Wir schlagen hier einen steuerfreien Bonus für jede Vollzeitstelle und jeden Ausbildungsplatz in Höhe von monatlich 250 Euro vor. Das kann zunächst aus einem Topf finanziert werden, in den die Ausgleichsabgaben derjenigen Arbeitgeber fließen, die trotz Verpflichtung keine Arbeitsplätze für Schwerbehinderte schaffen. Bei Mehrbedarf muss der Topf natürlich aus Steuermitteln aufgestockt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, helfen Sie uns dabei, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Springen Sie über Ihren Schatten, unterstützen Sie im Sinne der schwerbehinderten Erwerbsfähigen in Deutschland diesen Antrag, auch wenn er bei Ihnen auf der schwarzen Liste steht, weil er von der AfD kommt. Vielen Dank. Uwe Witt, der Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Fraktion. Und als Nächstes spricht jetzt Wilfried Oellers, der Behindertenbeauftragte der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute die Möglichkeit, über die Thematik Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zu sprechen aufgrund des AfD-Antrags. Es ist natürlich so, dass das ein großes Ziel ist, auch der Koalitionsfraktionen, dass wir den Menschen mit einer Beeinträchtigung Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten wollen. Das ist unser höchstes Ziel und wir setzen alles daran, dass wir das auch umsetzen. Und ich denke auch, dass die Maßnahmen, die wir in der jüngsten Vergangenheit umgesetzt haben, auch ihre positiven Auswirkungen zeigen und auch eine positive Entwicklung festzustellen ist. Denn wir haben Stand Juni letzten Jahres eine Arbeitslosenzahl von 156.000 Menschen mit einer Beeinträchtigung. Das ist der niedrigste Stand seit 10 Jahren. Und wenn man jetzt mal den Zeitraum nimmt von 2014 bis 2017, dann ist diese Zahl um 10% gesunken. Wir haben darüber hinaus auch eine positive Entwicklung bei der Zahl der Unternehmen, die eigentlich gar nicht verpflichtet sind, Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen. Also das heißt Arbeitgeber über 20 Mitarbeiter. Diese Zahl wächst auch an. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 waren das 30.000 Unternehmen mehr, sodass wir jetzt einen Stand von 168.000 Betriebe haben. Natürlich haben wir immer noch 40.000 Unternehmen in unserem Land, die eigentlich laut SGB IX verpflichtet sind, Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen, dies aber nicht tun und die Zahlung einer Ausgleichsabgabe dafür in Kauf nehmen. An dieser Stelle, denke ich, müssen wir schauen, dass wir auch noch mehr Aufklärungsarbeit und auch Unterstützungsarbeit leisten. Ich denke da insbesondere vielleicht an die Möglichkeit einer sogenannten Servicestelle, wo auch gegebenenfalls bürokratische Aufwände, die gerade ja mit einem etwas umfangreicheren Antragssystem auch für Unterstützungsleistungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, einen höheren bürokratischen Aufwand haben, den Betriebe mit etwas mehr als 20 Mitarbeitern auch nicht unbedingt leisten können aufgrund der personellen Ressourcen. Und dass wir Maßnahmen haben, zeigt folgende Aufzählung. Einmal Stichwort Budget für Arbeit. Wenn hier Unterstützungsleistungen angeboten wurden oder in Aussicht gestellt wurden, dann müsste man schon auch zur Kenntnis nehmen, dass mit dem Budget für Arbeit Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber gewährt werden, die eben Menschen mit einer Beeinträchtigung einstellen, bis zu 75% des Lohns und gedeckelt nach einem entsprechenden Berechnungsmodus auf 1.200 Euro.
Dass wir jetzt über die Auswirkungen des Budgets für Arbeit, und jetzt schaue ich Ihnen, Herrn Beek, an, noch keine Erkenntnisse haben aufgrund Ihrer Anfrage, die Sie gestellt haben, sehen Sie es vielleicht auch dem Ministerium und uns nach, aber das Budget für Arbeit gilt erst ab dem 1.1., seit dem 1.1.2018, sodass vielleicht auch verständlich ist, dass es da jetzt noch keine verlässlichen Zahlen gibt. Darüber hinaus gibt es auch für Arbeitgeber die Möglichkeit, finanzielle Zuschüsse zu erhalten, um einen Arbeitsplatz barrierefrei und behindertengerecht einzurichten. Diese finanziellen Zuschüsse können auch beantragt werden. Darüber hinaus gibt es auch über die Integrationsämter die Möglichkeit, auch Lohnausfälle aufgrund, sag ich mal, einer etwas reduzierteren Leistungsfähigkeit der jeweiligen Person auch entsprechend zu beantragen. Also Möglichkeiten haben wir hier wirklich zu Genüge, und ich denke, dass diese auch ausgeschöpft werden können und sollten. Sie bringen jetzt einen neuen Antrag ein, den nehmen wir jetzt mal in die Beratung mit in die Ausschüsse und werden uns damit beschäftigen. Allerdings muss ich wohl sagen, verstehe ich nicht so ganz Ihre Begründung des Antrages, weil Sie explizit sagen, na ja, dass eben auch kleinere Unternehmen Anreize haben, Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen. Alles das, was ich gerade erwähnt habe, gilt auch für kleinere Unternehmen. Das ist jetzt nicht irgendwo personenbezogen, und die Arbeitnehmerzahl 20 Arbeitnehmer gilt im Ergebnis nur für die Grenze, ab wann ein Unternehmen verpflichtet ist, Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen, ist aber nicht eine Grenze dafür, ob man anspruchsberechtigt für Unterstützungsleistungen ist. Falls Sie das irgendwo im Gesetz gelesen haben, zeigen Sie es mir gerne. Ich habe es nicht gefunden. Wir werden Ihren Antrag beraten und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Jens Beek, FDP-Fraktion. Er ist teilhabepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will zunächst mal sagen, in meiner Eigenschaft als Sprecher für die Belange von Menschen mit Behinderung meiner Fraktion hatte ich, wann immer ich mich mit AfD-Anträgen auseinanderzusetzen hatte, sehr wenig Freude an den Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Ich verstehe Ihren Antrag als einen Hinweis in die Richtung, dass Sie sich von früher in diesem Haus gestellten unsäglichen kleinen Anfragen und von Äußerungen von Teilen Ihrer Landespolitiker absetzen und dass Sie sich in die Gemeinschaft derer einbringen, die für die Menschen mit Behinderungen verbesserte Bedingungen schaffen wollen. Das ist zunächst mal etwas Positives, und Herr Kollege Witt, Ihnen persönlich mag ich das auch abnehmen. Ich hoffe, Sie setzen sich an der Stelle in Ihrer Partei durch. Wenn man dann zum Antrag selbst kommt, dann sagen Sie im Grunde, dass Sie neben dem Malus-System, das durch die Schwerbehindertenabgabe bereits besteht, dann zugegeben nur für Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern, ein Bonussystem zusätzlich einfügen wollen. Aber ich glaube, dass dieser Antrag mindestens zu kurz greift. Denn das, was der Kollege Oellers gerade schon angesprochen hat, die Vielzahl der Hilfesysteme, die wir in diesem Land haben, um Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, bestehen in der rechtlichen Grundlage. Und die Probleme bestehen nicht in den Gesetzen, sondern sie bestehen, und das ist im Ausschuss Arbeit und Soziales immer wieder Thema, im Vollzug. Wenn wir also beispielsweise den Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit über die Arbeit von Jobcentern zur Kenntnis nehmen müssen, die in ausgesprochen unbefriedigender Weise ihre Tätigkeit zur Vermittlung von Menschen mit Vermittlungshindernissen und mit Behinderungen wahrnehmen, dann wissen wir, dass wir an dieser Stelle qualifizieren müssen, dass wir an dieser Stelle den Bedarf haben, die schon vorhandenen Instrumente so zu nutzen, dass sie bei den Menschen und im Arbeitsmarkt ankommen. Dem haben wir uns gemeinsam verschrieben. Das BMAS, Frau Staatssekretärin Gliese, hat zugesichert, dass man sich dem auch annimmt. Und die Bundesagentur hat das auch getan. Und wir hoffen hier schnell auf Verbesserung. Das bringt Hilfe für die Menschen im Arbeitsmarkt. Der Kollege Oellers hat auch angesprochen, dass wir seit dem 01.01.2018 den 61 SGB IX haben, das Budget für Arbeit, das von vielen in der Praxis missverstanden worden ist als ein reines Instrument, um Menschen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind, in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, das darauf aber nicht beschränkt ist, sondern das ausdrücklich auch die Möglichkeit eröffnet, insbesondere Jugendlichen in der Orientierung und der Orientierungsphase Hilfen zur Verfügung zu stellen und das ausdrücklich insbesondere für Menschen mit seelischen Behinderungen auch begleitende Hilfen geben kann.
Dieses Instrument muss sich derzeit noch bewähren. Anders als der Kollege Oellers bin ich nicht der Auffassung, dass die Deckelung im Bereich des 18 SGB IV auf dann 1.200 Euro Lohnkostenzuschuss zutreffend ist. Das ist auch im Grunde fast ein bisschen beleidigend, weil eben viele Menschen mit Behinderung durchaus in der Lage sind, eine Arbeitsleistung zu erbringen, die weit über diese 1.200 Euro als 75%-Anteil hinausgeht. Und da muss der Staat an der Stelle auch eintreten können. Wir haben also neben der Frage, dass wir bei den Vermittlungsbemühungen der Jobcenter deutlich besser werden müssen, Nachschärfungsbedarf beim Budget für Arbeit, insbesondere durch einen Entfall oder eine andere Regelung beim § 18 SGB IV. Wir haben darüber hinaus, auch das muss man offen zugeben, gut gemeinte, aber in der Steuerung am Arbeitsmarkt falsch wirkende rentenrechtliche Regelungen, die einen im Grunde dazu bringen, dass man lieber in der Werkstatt bleibt, weil man bestimmte Privilegien verliert, wenn man auf den ersten Arbeitsmarkt wechselt. Das muss so harmonisiert werden, dass der Wechsel möglich ist und das ja sogar eigentlich zu einem Bonussystem führt. In diesem Strauß von Maßnahmen, die wir dann nach der Verweisung Ihres Antrags heute im Ausschuss beraten können, liegt viel Potenzial. Wenn wir daran gemeinsam arbeiten können, ist das ein Fortschritt für die betroffenen Menschen. Ich hoffe, dass das dann so bleibt und dass wir zu Verbesserungen im Ergebnis kommen. Herr Präsident, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beek. Als nächstes hat die Kollegin Angelika Glöckner, SPD-Fraktion, das Wort. Sie ist die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen in ihrer Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD zielt darauf ab, Unternehmen zu belohnen, wenn sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Soweit so gut. Bemerkenswert dabei finde ich aber, dass Sie Ihren Fokus auf die Unternehmen anstatt auf die Menschen richten. Ich finde, das sagt vieles. Und ich habe weitere Kritikpunkte, aber gestatten Sie mir vorweg einige grundsätzliche Anmerkungen. Wir feiern am nächsten Dienstag den 10. Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention und ich glaube, man kann mit Recht und Fug sagen, wir haben einiges erreicht, etwa im Bereich der Barrierefreiheit oder mit dem Bundesteilhabegesetz. Es gibt aber auch dringenden Handlungsbedarf und das ist in der Tat im Bereich des Arbeitsmarktes, denn es sind doch noch immer Menschen mit Behinderungen, die an diesem Boom, den wir am Arbeitsmarkt haben, nicht partizipieren und sie verweilen durchschnittlich viel länger als die restlichen Bevölkerungsgruppen in der Arbeitslosigkeit und ich finde, das muss sich ändern. Laut der UN-Behindertenrechtskonvention ist es doch aber auch so, Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier über Teilhabe am Arbeitsmarkt. Es gibt eine Pflicht der Arbeitgeber, der Unternehmen, Menschen zu beschäftigen. Teilhabe ist ein Menschenrecht. Und ich will ehrlich gesagt sagen, es irritiert mich schon, und da bin ich eben nicht bei meinem Vorredner dabei, es irritiert mich schon, wenn wir über Menschenrechte reden und dafür muss ein Anreiz geschafft werden. Für mich ist es eine Umdeutung eines Menschenrechts. Ein Menschenrecht steht uns von Anfang an zu und bedarf keiner Anreizsysteme. Ich finde diesen Ansatz in diesem Punkt falsch und hier, denke ich, müssen Sie nachbessern, Kolleginnen und Kollegen. Wir kennen hier bei uns das Modell der Ausgleichsabgabe. Das heißt, Unternehmen sollen in der Regel mindestens 50% der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen hergeben und abgeben. Und wir machen aber gängig die Erfahrung, dass viele Unternehmen eher die Ausgleichsabgabe zahlen in Höhe von 135 bis 350 Euro, als dass sie die Plätze an Menschen mit Behinderungen abgeben. Und ich denke, wenn Sie da hier mit Ihrem Modell darauf setzen, dass Sie mit einem Bonus in Höhe von 250 Euro ein Umdenken bei den Unternehmen bewirken, dann glaube ich, fasst das nicht den Kern des Problems. Und im Übrigen verkennen Sie, dass wir ja bereits ein wichtiges Instrument eingeführt haben. Das wurde mehrfach angesprochen. Wir reden hier von dem Instrument des Budgets für Arbeit, das ja bereits Arbeitgeber unterstützt, finanziell, aber auch beratend, damit sie in die Lage versetzt werden, ihre Arbeitsplätze auszurichten. Und darüber hinaus betreuen wir und begleiten wir auch die Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt. Ein wirksames Instrument und ich will auch nennen den sozialen Arbeitsmarkt, der ebenfalls eine große Chance schafft, für diesen Menschenkreis in Arbeit integriert zu werden. Ich denke, Ihr Bonusmodell ist soweit so gut, aber es ist noch nicht ausgereift. Und wenn Sie ehrlich gesagt auch mal auf die Zahlen geschaut hätten, Sie wollen kleine Betriebe
begünstigen. Wenn Sie auf die Zahlen geschaut hätten, dann hätten Sie gemerkt, dass in der Regel es die großen Betriebe sind, die über die gesetzliche Mindestbeschäftigtenquote hinaus beschäftigen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und es wird eben nicht dieser Bonus den kleinen Betrieben zukommen, sondern den großen. Die einzigen, die sich hier freuen können, sind die Anleger der DAX-Konzerne, aber nicht die kleinen Betriebe und erst recht nicht die Menschen mit Behinderung. Ich finde, hier muss nachgearbeitet werden, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Angelika Glöckner, die hier noch mal auf das Instrument Budget für Arbeit hingewiesen hat. Auf sie folgt jetzt Sören Pellmann, der Sprecher für Behindertenpolitik der Linksfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst zwei Vorbemerkungen. Nach der Debatte vergangene Woche hier im Plenum hätte ich eigentlich heute noch mit einem Gesetzentwurf der Koalition zu den Wahlrechtsausschlüssen gerechnet. Leider Fehlanzeige. Zweite Vorbemerkung, aber das klärt ja jetzt gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank an die beiden miteinreichenden Fraktionen. Zweite Vorbemerkung. Heute genau vor einem Jahr, am 22. März 2018, erreichte uns die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Herr Beek hat sie schon angesprochen. Und ich hätte, wenn Sie schon heute einen eigenen Tagesordnungspunkt, der sich mit Menschen mit Behinderungen beschäftigt, von Ihnen erwartet, ein Jahr später sich für diese Entgleisungen endlich auch in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Leider Fehlanzeige. Zum eigentlichen Antrag, der uns heute vorliegt. Zum ersten. Die Fraktion Die Linke hat bereits mehrere Initiativen auch in dieser Wahlperiode ergriffen gehabt und hier im Plenum zur Abstimmung gestellt, mit dem Ergebnis, dass bei allen eine Verweigerungshaltung hier am rechten Rand im Hause zu verzeichnen war. Sie haben alle diese Vorhaben abgelehnt. Zweites Beispiel, wenn ich in den Antrag hineinschaue. Da schreiben Sie von Unternehmen bestimmter Größe und sehr stark bestimmte Regionen. Da empfehle ich mal eine Rücksprache mit den beiden Kollegen, die jetzt leider gar nicht mehr im Raum sind, aus meiner Heimatstadt Leipzig. Das dortige Jobcenter und die Arbeitsagentur führen regelmäßig Frühstücke mit Abgeordneten durch. Und da war im Herbst vergangenen Jahres die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen Thema. Ich hätte ja erwartet, dass, wenn Sie das Thema so interessiert, dass Sie dann da sind. Aber außer Ihrem Namensschild, weil Sie sich angemeldet hatten, war von der AfD leider keiner da. Das Zweite. Ihr Antrag zeichnet sich dadurch aus, dass er deutlich arbeitgeberfreundlich ist und die Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen in keinster Weise berücksichtigt. Nun die Frage, wofür steht die Linke? Welche Forderungen haben wir? Erstens. Wir brauchen, um hier tatsächliche Fortschritte zu erreichen, eine deutliche Erhöhung der Ausgleichsabgabe auf 1.000 Euro pro Monat und Platz. Zweitens. Wir brauchen nach unserer Auffassung auch eine Rückkehr zur Beschäftigungsquote von derzeit 5 auf wieder 6%. Ein klares Signal. Wir haben in der letzten Wahlperiode bereits einen sehr umfangreichen Antrag vorgelegt, wo es um Arbeit und Menschen mit Behinderungen gegangen ist. In diesem haben wir insbesondere darauf abgezielt, dass Assistenzleistungen deutlich mehr in den Fokus genommen und auch entsprechend gefördert werden müssen. Auch diese Forderung besteht fort. Wir sind darüber hinaus der Auffassung, dass, wenn wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber fördern, das nur in Kombination und als ganzheitlicher Aspekt betrachtet werden kann, indem Assistenzleistungen immer mitgedacht werden müssen. Fünftens. Wir brauchen eine deutlich stärkere Förderung und Anerkennung von Inklusionsbetrieben. Es gibt da einzelne Beispiele, wo wir feststellen können, wie das sehr gut funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn der Gesetzgeber auf Bundesebene dort mehr will, ist auch deutlich mehr drin. Und es hängt, wie so häufig, leider nur am Geld. Und sechstens, Herr Beek hat es angesprochen, ich fände es immer deutlich besser, wenn Sie mit den Betroffenen ins Gespräch kommen und nicht ständig sich hinstellen und sagen, wir reden über das, was Betroffene wollen. Mit den Menschen ins Gespräch kommen ist die deutlich bessere Antwort. Und, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wenn ich mir so das Wörterbuch der AfD anschaue, zwei Wörter vermisse ich dort.
Inklusion und Teilhabe. Wenn Sie daran arbeiten, werden wir schon ein ganzes Stück weiter. Vielen Dank. Sören Pellmann, der hier auch noch eigene Vorschläge und Ideen der Linken in seiner Rede eingebracht hat. Als Nächste spricht jetzt Corinna Rüffer, die Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eins ist klar, wir sind natürlich als Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland meilenweit davon entfernt, hier eine inklusive Gesellschaft, einen inklusiven Arbeitsmarkt zu haben. Und bei genauerer Betrachtung müssen wir feststellen, dass in vielen Bereichen genau das Gegenteil der Fall ist. Ja? Wir haben eine steigende Zahl von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Das betrifft vor allen Dingen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Da sollten wir für alle, die das nicht so genau wissen, auch nochmal deutlich sagen, das sind Menschen, die in der Regel in Vollzeit arbeiten in diesen Einrichtungen und am Ende des Monats sage und schreibe durchschnittlich mit 180 Euro im Monat nach Hause gehen. So, was soll daran bitte inklusiv sein? Wir haben es zu tun mit Jobcentern. Und das hat der jüngste Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit auch noch mal wirklich eindrücklich deutlich gemacht, zu tun mit Jobcentern, die völlig überfordert sind, und zwar in verschiedener Hinsicht mit der Vermittlung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Also auch da ist eine riesige Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Wir haben eine Situation, wo wir trotz einer zeitlichen Spanne, die schon eine Weile dauert, ja, wirtschaftlichen Aufschwungs in diesem Land, von denen Menschen mit Behinderungen aber kaum profitieren. Wir haben es zu tun mit einer Situation, wo Menschen mit Behinderungen, die einmal arbeitslos werden, ganz, ganz große Probleme haben, den Weg in den Arbeitsmarkt wieder zu finden. Und wir haben es zu tun mit einer Situation, wo ungefähr 25% der Unternehmen, die eigentlich beschäftigungspflichtig wären, ungefähr 37.000 an der Zahl, nicht eine einzige Person beschäftigen mit Behinderungen. So, und da können wir, glaube ich, nicht davon sprechen, dass wir hier einen inklusiven Arbeitsmarkt vor uns haben. Wir sehen, dass wir ganz viele Baustellen haben, an denen wir zu arbeiten haben. Ein Punkt ist zum Beispiel die Ausgleichsabgabe, die offensichtlich überhaupt keinen Anreiz dazu schafft, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Selbst Wolfgang Schäuble vor einigen Jahren hat gefordert, die Ausgleichsabgabe zu verdoppeln. Das werde ich nie vergessen. Leider ist das in der Großen Koalition ohne Reaktion verhallt, dieser wirklich gute Vorschlag. Und über den müssten wir eigentlich noch mal diskutieren, weil das wäre ein effektives Mittel, um hier wirklich etwas zu verbessern. Und gleichzeitig würde ich auch gar nicht verhehlen oder damit hinterm Berg halten, dass es auch für Arbeitgeber Schwierigkeiten gibt, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Ja, wenn man das versucht, dann wird man häufig von Pontius nach Pilatus geschickt. Ja, es ist häufig so, dass man nicht mal weiß, wer verantwortlich ist, dafür Zuschüsse zu finanzieren. Ja, es ist also eine einzige Zumutung, auch auf der Arbeitgeberseite. Das ist sicherlich so. Und ich empfehle allen, die das Buch noch nicht gelesen haben, eine Reportage von Martin Keune, der mittlerweile leider verstorben ist, der selber dazu gesagt hat, ich berichte hier vom Kampf gegen Behördenschläfrigkeit und Arroganz. Da ist ganz viel dran, das ist eine unterhaltsame Lektüre und alle, die wissen wollen, wo die Probleme auch auf der Arbeitgeberseite liegen, die sollten das lesen. Aber weiß Gott, ja, den Vorschlag zu unterbreiten, hier den Arbeitgebern einen Bonus zu bezahlen, das wird natürlich in der Substanz an den Problemen, die wir vor uns haben, ganz sicher nichts verändern. Wir brauchen ein System, das einfach ist, das verständlich ist und das unterstützt, ja, auf Arbeitgeberseite tatsächlich weiterhilft. Wir brauchen deutlich weniger Bürokratie und wir brauchen klare Zuständigkeiten. Wir brauchen einen Eingliederungszuschuss, der verlässlich ist, ja, und wir brauchen einen starken Rechtsanspruch darauf, dass die Mehrkosten tatsächlich auf Arbeitgeberseite auch erstattet werden. Ja? Und das Bild, ein letzter Satz, das Sie hier aber mit dem Bonus vermitteln, ist, dass wir es hier mit einer bemitleidenswerten Personengruppe zu tun hätten
und wir den Arbeitgebern irgendwie dann noch ein Bonbonchen drauflegen müssten, damit die irgendwie mit der Zumutung, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, klarkommen können. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Es gibt sehr viele andere Punkte, an denen wir ansetzen können und müssen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hält die Kollegin Uwe Schummer, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Uwe Schummer ist Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe seiner Fraktion. Ja, verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, es war in der Tat vor 10 Jahren, dass wir die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben, unterzeichnet haben. Und das Entscheidende ist, dass wir damit auch einen Paradigmenwechsel in der Definition, letztendlich dann auch in der politischen Betrachtung behinderter Menschen unterzeichnet haben, nämlich nicht mehr in den Menschen selbst, sondern defizitorientiert sie zu definieren, sondern Behinderung als Ergebnis von Barrieren der Umwelt in der Wechselwirkung mit dem Menschen. Das sind Behinderungen, die wir gesellschaftlich beseitigen müssen. Das ist auch der Ansatz der UN-Behindertenrechtskonvention. Und wir haben mit dem Bundesteilhabegesetz dann auch in der letzten Legislaturperiode am Ende gesagt, wir wollen eigentlich von einer Pauschalierung weg. Dem einen ist es zu wenig, dem anderen ist es zu viel, alle über einen Kamm geschert, sondern wir wollen differenzierte Hilfen, weil auch die Gruppe der Menschen, die wir im Blick haben, sehr differenziert ist. Und wir auch wissen, dass von der Qualifikation her, von der Identifikation her, dass sie nicht eine Belastung für die Betriebe sind, wenn entsprechend die Umwelt ihre Barrieren beseitigt, sondern ein Aktivposten, die sich stark in die Wertschöpfung der Unternehmen mit einbringen. Und deshalb ist es gut, dass es gezielte Hilfen für die Unterstützung behinderter Menschen gibt, auch um Teilhabe in der Arbeitswelt zu erreichen. Und es gibt also nicht nur einen Bonus, sondern viele Bonisysteme, weil eben auch die Gruppe so vielfältig ist. Und wichtig ist auch, dass die Gruppe der Unternehmen, die also bis 20 Beschäftigte hat, die keinen Beitrag zur Ausgleichsabgabe finanziert, anders als es halt unterstellt wird, wie das auch im Antrag so formuliert ist, dass diese Gruppe keine Ausgleichsabgabe bezahlt, aber alle Bonisysteme, alle Fördersysteme auch aus der Ausgleichsabgabe beziehen kann. Das heißt, diese Gruppe ist in besonderer Weise auch privilegiert, weil sie solche Unternehmen, ohne selbst eine Geldleistung zu geben, trotzdem alle Geldleistungen für die Beschäftigung eines behinderten Menschen nehmen kann. Und wir haben bei der Ausgleichsabgabe etwa 80%, die über Länder und Integrationsämter verteilt werden. Wir haben 20%, die über den Bund, die Agentur für Arbeit, verteilt werden. Und es wurde mehrfach erwähnt, das Budget für Arbeit, indem wir dann personenzentriert bis 75% Lohnkostenzuschuss als de facto Minderproduktivitätsausgleich dauerhaft unbefristet finanzieren, um sie auch marktfähig zu machen als Beschäftigte und auch die Betriebe auf dem Arbeitsmarkt und auch im Wirtschaftsprozess. Und wir haben letztendlich, was ganz entscheidend ist, neben dem Lohnkostenzuschuss auch eine Assistenz, ein Coaching, eine Begleitung mit in der Finanzierung, sodass wir möglichst viele aus der Werkstatt auch auf den ersten Arbeitsmarkt dann bringen wollen. Wir haben ein sehr starkes Instrument, für mich auch Lotsenboote beim inklusiven Arbeitsmarkt, nämlich die Inklusionsbetriebe, mittlerweile um die 1000 Inklusionsbetriebe, die als Sozialbetriebe auf dem ersten Arbeitsmarkt unterwegs sind, denn auch mit dem Budget für Arbeit tätig sein können und wo eine Quote von 35% wesentlich behinderter Menschen oder anerkannt schwerbehinderter Menschen beschäftigt werden können, wo behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen auch zusammenwirken. Und das Spannende ist, dass auch Menschen, die aus der Werkstatt in einen Inklusionsbetrieb wechseln, ihren Rentenanspruch, 20 Jahre Erwerbsunfähigkeitsrente, aus der Werkstatt nicht verlieren, sondern eben, weil es auch als Sozialunternehmen definiert ist, auch dieses Privileg weiter behalten können, aber auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind. Wir haben die unterstützte Beschäftigung betrieblicher Trainingszeiten. Es gibt letztendlich jetzt auch die Initiative, was Wilfried Oellers eben angesprochen hat, auch ein Budget für Ausbildung zu schaffen, das nicht nur Budget für Arbeit, sondern auch für Qualifizierung und Ausbildung entsprechend gefördert wird. Wir haben die Finanzierung von technischen Hilfen, von barrierefreien Aus- und Arbeitsplätzen. Wir haben letztendlich auch Eingliederungshilfen, also Lohnkostenzuschüsse als Bonisysteme, also eine Vielfalt an verschiedenen Themen. Das, was aber notwendig ist, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, dass wir von den 41.000 Betrieben
die noch überhaupt keinen behinderten Menschen beschäftigen, dass wir die gezielt ansprechen. Und da geht es nicht mit 250 Euro, mit ein bisschen Cash in die Tasche, sondern da sind Barrieren. Herr Kollege, ich habe Ihnen das Wort entzogen. Sie haben eine Minute überschritten, Ihre Redezeit. Ja, so ist das Leben. Da hat der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hier kurzen Prozess gemacht. Wer zu lange spricht, dem wird irgendwann das Mikrofon ausgeschaltet. Mal sehen, wie sich der nächste Redner an die Redezeit hält. Matthias Bartke ist das von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst eine kleine Vorbemerkung zu Herrn Pellmann. Wir haben in unserem Antrag damals geschrieben, in der vorletzten Woche, dass die Wahlrechtsausschüsse zum 1.7. abgeschafft werden. Und wir sind auch guten Mutes, dass wir das schaffen. Wir haben nicht gesagt, dass wir den Gesetzesantrag heute aufsetzen werden. Meine Damen und Herren von der AfD, mir ging es ehrlicherweise ähnlich wie Herrn Beek bei Ihrem Antrag. Ich war zunächst einmal erleichtert, weil nach Ihrer unsäglichen kleinen Anfrage vom vergangenen April, die ja eine Reaktion von allen Behindertenverbänden hatte, war ich auf das Schlimmste gefasst. Dagegen ist Ihr jetziger Antrag ja richtig Gold. Keine Volksverhetzung, keine ausländerfeindlichen Parolen. Da habe ich mich wirklich gefreut. Man ist ja bescheiden geworden in seinen Erwartungen Ihnen gegenüber. Inhaltlich fordern Sie einen Lohnkostenzuschuss von monatlich 250 Euro, undifferenziert für jeden schwerbehinderten Beschäftigten, den ein Arbeitgeber über seine Beschäftigungsquote hinaus einstellt. Da sage ich mal, Donnerwetter, wirklich originell. Und uns werfen Sie Gießkannenzuschüsse vor. Mit dem Antrag mutieren Sie ja zum Erfinder der Gießkanne. Nein, meine Damen und Herren von der AfD, so wird das nichts. Lohnkostenzuschüsse haben in der Behindertenpolitik durchaus ihren Sinn. Sie müssen aber eine zentrale Voraussetzung erfüllen. Sie müssen genau auf Problemfälle fokussiert sein. Ihr Gießkannenzuschuss ist überhaupt nicht fokussiert. Wissen Sie, wer das seit 25 Jahren deutlich besser macht? Das sind die Arbeitsagenturen und die Jobcenter. Rechtsgrundlage dafür ist § 90 SGB III. Danach können Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen einstellen, über maximal 8 Jahre bis zu 70% der Lohnhöhe gefördert werden. Aber eben auch nur da, wo es Sinn macht. Das ist der richtige Weg. Und jetzt gibt es auch noch das Budget für Arbeit. Herr Schummer und meine Kollegin Frau Glöckner haben das erläutert. Dass auch diese Regelungen und auch das Budget für Arbeit keine Patentlösung sind, zeigen die nach wie vor schlechten Arbeitslosendaten von Menschen mit Behinderung. Darauf hat Herr Witt ja durchaus zu Recht hingewiesen, um auch mal was Nettes zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeber, die zu wenig Schwerbehinderte beschäftigen, müssen dafür eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die unterschiedlich gestaffelten Höhen sind dabei zielführend. Besonders schwierig ist es aber, wenn ein Arbeitgeber überhaupt keine Schwerbehinderten beschäftigt. Das ist dann ja fast schon ein politisches Statement. Es ist daher eine absolut sinnvolle Initiative, die Arbeitsminister Heil am Dienstag gemeinsam mit Herrn Klever und Herrn Scheele auf dem parlamentarischen Abend der Bundesagentur vorgestellt hat, dass jetzt nämlich jeder einzelne Arbeitgeber angeschrieben wird, der überhaupt keine Schwerbehinderten beschäftigt. Die Initiative hat den schönen Namen Einstellung zählt. Das ist nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist ein guter und richtiger Schritt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um verstärkt Menschen mit Behinderung in Arbeit zu bringen, ist vor allem Aufklärung nötig. Ich finde, Herr Oellers hat das völlig zutreffend gesagt. Ich war vorgestern auf einer Veranstaltung mit Gehörlosen. Die berichteten mir, dass viele Nichtbehinderte große Hemmungen hätten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Diese Kontaktscheu gegenüber Menschen, vor allem mit auffälligen Behinderungen, gibt es bei vielen Bürgern. Und sie sind einer der größten Jobkiller. In meiner Heimatstadt Hamburg hat das Integrationsamt daher mit der Ausgleichsabgabe ein Projekt aufgebaut, das Dialog im Dunkeln heißt. Sehende werden dort von Blinden durch dunkle Räume geführt. Und die Blinden zeigen den Sehenden, wie man sich dort zurechtfindet. Und plötzlich verstehen Sehende die Blinden viel besser. Das Projekt gibt es seit fast 20 Jahren und ist weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Und Sie werden es nicht glauben, letztes Jahr kam der 12-millionste Besucher in dieses Projekt. Aufklärungsprojekte wie diese sind großartig. Sie bauen Barrieren zwischen Behinderten und Nichtbehinderten ab. Und sie schaffen Aufklärung darüber, dass Menschen mit Behinderung keinen Deut schlechter arbeiten als Menschen ohne Behinderung. Häufig sogar besser. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Dr. Bartke, als letzter Redner zu dem Tagesordnungspunkt hat das Wort der Kollege Peter Aumer, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD zeigt, welches Bild Sie von Inklusion haben. Der Antrag zeigt auch, welche Wertschätzung Sie Menschen mit Behinderung entgegenbringen. Für uns steht die Würde der Betroffenen und deren individuelle und selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsmarkt im Vordergrund. Die AfD zeigt mit ihrem Antrag, dass sie ein ganz anderes Bild hat. Hier geht es nicht um Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion. Wenn Sie ein Bonussystem zur Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen fordern, zeigt das ein gewisses Welt- und Menschenbild. Wenn man ein Bonussystem fordert, kann das auch bedeuten, dass Sie Inklusion von Menschen mit Behinderung als Belastung für Unternehmen sehen, die mit einem Bonussystem aufgefangen werden sollen. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren der AfD, sehen das ganz anders. Wir sehen Inklusion und Teilhabe als Bereicherung. Wir sehen Inklusion und Teilhabe als Chance. Und wir sehen auch, ich bin nicht von den Grünen, sondern von der CSU, aber ich sehe es genau deswegen auch so. Ja. Und so sehen das auch viele Unternehmen. Das merke ich bei vielen Unternehmensbesuchen in meinem Wahlkreis. Hier wird die Arbeit von Menschen mit Behinderung nicht nur wertgeschätzt, sondern als Bereicherung gesehen. So beschäftigt eine Schreinerei ganz selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit einer sozialen Einrichtung einen Menschen mit Behinderung. Oder ein mittelständischer Metallverarbeiter aus der Gemeinde Barbing, der einen Mitarbeiter mit Handicap eingestellt hat, stellt diesem sogar einen Paten zur Seite. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren der AfD, lehnen Ihren Antrag nicht ab, so wie der Herr Kollege Witt es vorher aufgezeigt hat, weil er auf einer schwarzen Liste steht, sondern wir setzen uns mit ihm kritisch auseinander, weil er eindimensional ist. Eindimensional, weil Geld alleine nicht ausschlaggebend sein wird, um mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu finden. Wir, meine Damen und Herren, oder ich habe auch Ihre Konzepte gesucht, wie das denn besser noch geregelt werden kann, als das derzeit der Fall ist. Und wir sind Fragen, die sicherlich brennender wären als Geld aufgefallen. Wie können wir Betriebe bei der Integration von Menschen mit Behinderung noch stärker unterstützen und behilflich sein? Wo können wir die Menschen mit Behinderung noch stärker unterstützen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass sie barrierefreie Rahmenbedingungen bekommen? All das, meine Damen und Herren, sind Fragen, die wir beantworten müssen. Das kann man gerne auch reinschreiben, aber wenn, dann kommt bestimmt ein Antrag von uns, der sicherlich nicht so eindimensional ist wie Ihrer. Mit Ihrem Antrag kommen wir nicht zu Verbesserungen. Betriebe brauchen keine Gießkannenprämien, wie gerade aufgeführt, sondern Menschen mit Behinderung, die mit geeigneten Maßnahmen zur Teilhabe und Inklusion beitragen. Es gibt viele finanzielle Anreize, beispielsweise Ausbildungszuschüsse, Bildungsleistungen, Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse für Arbeitshilfen in den Betrieben. Es gibt viele Regelungen im Bundesteilhabegesetz. Bei mir im Wahlkreis ist eine unabhängige Teilhabeberatung gegründet worden, wo man sich sehr viel Zeit nimmt für Menschen mit Behinderung, dass man die auch im Arbeitsmarkt integriert. All das sind wichtige Maßnahmen, die schon heute dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen haben. Wir brauchen deshalb kein Bonussystem, so wie das von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, vorgestellt worden ist, sondern wir müssen den Betrieben den integrativen Mehrwert von Menschen mit Behinderung aufzeigen. Und das muss auch bei Behörden der Fall sein. Menschen mit Behinderung einzustellen, muss Selbstverständlichkeit werden. Und das wird es nur, wenn man es als Bereicherung und als Chance sieht. Und da gibt es gemeinsam viel zu tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ammer. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird überweisen. Und damit wird der Antrag der AfD-Fraktion an die Ausschüsse überwiesen.